がスーパーサイヤ人、そしてスーパーサイヤ人2、そしてこれだ！うわこれがスーパーサイヤ人3。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。どうなってるんだ、こんなバカなことが起きるなんて。間違いない、あの二人が歴史の改変を引き起こしています。俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません、あなただけが頼りです。トワにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇、もしかしたらブーの方を狙ってくるかもしれませんね。悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても歴史の流れが変わってしまいます。奴らが悟空さんたちやブーに接触する前に何としても阻止してください。あれが孫悟空か。ブーも孫悟空もかなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやる。Nicht wenn ich's verändern kann. Okay. Ein weiterer Kampf gegen Mira.Diesmal müssen wir alleine gegen ihn antreten. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ich hoffe, Tova ist nur als Zuschauerin beteiligt. Okay. Was zum... Nein, der leidet auch keinen Rückstoß oder was? Also ich fühle mich in letzter Zeit wirklich underpowered oder was? Alter. Nein, das gibt's ja echt nicht. Was muss ich denn machen, damit ich...damit ich stark genug bin, gegen sie anzutreten. Na gut, aber jetzt... Super Saiyajin! So, jetzt habe ich bessere Karten. Nimm das! Nein, der weicht aus! Jetzt schadet er mir mehr, als ich eigentlich ihm schaden möchte. Der Typ ist heftig. Alter. Ich glaube, ich sollte doch wieder Parallelquests bestreiten. Jetzt wisst ihr, warum ich nicht hauptsächlich Story bestreite.Weil, ihr seht es ja, was hier abgeht. Selbst als Super Saiyajin sieht schon schlecht für mich aus. Ich hab doch mit Glück gewonnen. Wow, wir konnten tatsächlich Mira erledigen. Nice. 5 ultimative... Ja, als Super Saiyajin kann man ultimative Angriffe spammen, wie man möchte. Neues Level up. Okay, weiter geht's. ついにやりましたね。ミラの最後です。ミラがいなければ、トワも何もできないでしょう。あとは、
歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずるいんじゃねえか。変だ。ちょっときついけどやるしかねえか。サンキュー、助かったぞ。Majin Buu. Oh Gott. Sowas hatten wir doch schon mal. Jetzt müssen wir nochmals gegen mehrere Buus auf einmal antreten. Ich möchte nicht wissen, wie die so abgehen. Okay, der kann anscheinend Rückstoßschaden erleiden, oder wie soll ich das verstehen? Ja, okay, ein Glück. Der ist also nicht OP, so wie Mira zum Beispiel. Anscheinend sind das nur so bestimmte Bossgegner. So, jetzt geht der Killer-Kombo! Oh yeah, was zum... Hä? Ich hätte denn eigentlich einen Treffer verpassen müssen. Na warte! Diesmal aber werde ich nicht gleich mit ultimativen Trauergriffen draufspammen, sondern gleich, was ist das denn? War das jetzt mein Angriff oder soll ich das verstehen? Naja gut, ich setze auch wieder auf ultimative Angriffe, weil der Typ hält viel zu viel aus. Riesensturm! Ich sollte bald wirklich neue ultimative Skills lernen. Das geht auch nur, wenn ich wirklich die... Wenn ich dazwischen mal die Parallelquest bestreite. Klar, ich könnte mir natürlich auch ein paar Skills kaufen, aber... Die kosten so viel und das kann man höchstens... Oh shit. Die kosten ja leider Gottes viel zu viel. Und ich hätte vielleicht die Kampfpose A dazwischen einsetzen können. Ah, du... Lass das sein! Die kosten halt leider Gottes viel zu viel und ich kann mir nur Geld durch die ganzen Parallelquests verdienen. Oh ne. Puh, das war knapp, ey. Oh Gott, Son Goku, wie viel Schaden hat der schon erlitten? Ich muss mich beeilen, mit denen schnell fertig werden, bevor Son Goku noch drauf geht. Ja, leider Gottes. Ah! So. Kampfpose A, Ginyu! Sieht albern aus, aber ist effektiv. Alter, wie der Typ abge... Oh, oh. Son Goku. Scheint Probleme zu haben. Keine Sorge, ich bin ja jetzt da. Bam. Lass ihn in Ruhe. Come on, Son Goku, halt durch. Wir haben's gleich. Shit. Ich fürchte, dass wir einfach verkacken, weil... Ah, das geht daneben. Oh, nee, und jetzt kriegt er, kassiert er gleich den Angriff. Wo ist er? Ich wünschte, ich könnte ihn heilen, aber... Mann, wie viel die auch noch aushalten, diese Spasten? Oh Gott. So, Goku, bitte, Mimiswin, halt durch! Autsch! Der Typ ist echt zäh. Ich selber kann ihn zwar besiegen, aber so ein Goku hat gegen zwei anscheinend keine Chance... What the fuck? Was war das denn? Ey, ist das eigentlich nur Chan... Das sollte eigentlich nur sowas wie Chan... Das sollte eigentlich nur Chanembas Technik sein. Alter. Oh, ah. Matsu Goku! Wo ist er? Er hat den anderen besiegt, alles klar. Lass ihn in Ruhe! Nein! Moment. Die Story ist noch nicht zu Ende, wenn er besiegt wird? Aber er ist doch besiegt? Was? Okay, dann habe ich wohl die Niederlagenbedingungen nicht angesehen. Ist egal, dann habe ich halt jetzt wenigstens noch eine Chance. Ginyu! So. Mein lieber Buu, jetzt kassierst du mächtig. Was? Wieso ging das jetzt daneben? Egal. Er ist down. Was zum... Wie viel sind das noch? Was zum Teufel? Aber er ist schon besiegt. Ja, das wird auch erst jetzt auf, Trunks!
Shit! Gottes Willen, das ist ein Haufen! Nein! Lasst mich doch in Ruhe mich heilen! So. So, okay. Shit! Wie viel sind das noch? Und die spammen mit diesem scheiß Key! Gottes Willen, ey. Ich muss dann wieder Super Saiyajin werden. Da bin ich froh, dass ich diese Technik habe. Ohne die, da wäre ich ja aufgeschmissen. Verdammte Scheiße nochmal. Klar, vielleicht ist es dann für euch etwas erhaltender und spannender, weil ich dann nämlich wirklich Probleme habe. Aber ich möchte doch lieber nicht zu underpowered sein. Was zum Teufel? Achso, ja, mein Ausdauer gesenkt. Jetzt verstehe ich auch warum. Alter, triff doch mal! Wow, das macht aber schon saumäßig Schaden. Aber nur wenn sie trifft, diese Technik. Oh shit. Jetzt muss ich treffen lassen. Come on. Ausdauer, füll dich schneller. So. Was? Das ist ein ganz kleiner. Okay, er hat sich auch sogar in verschiedene Größen verteilt. Oh, es ist nice. So, Killer Combo. Ah. Oh nee, jetzt bin ich langsamer. Ich kann, glaube ich, noch nicht mehr teleportieren oder was? Und ich kann noch nicht mehr die Kampfpose einsetzen. Jetzt reicht's. Super Saiyajin, come on! Ja, hört auf damit! Hallo! Die könnten das spammen und dann hatte ich keine Chance. Jetzt reicht's mir, ihr nervtötenden kleinen Viecher! Verschwindet! Mann, wie viel ist er das doch eigentlich? Ich glaube, wir haben bald alle, oder? Das kann ich jetzt nur austesten. Wie viel? Was? Immer noch so viele, ey! Das ist doch nicht dein Ernst! Meine Nerven! Verpisst euch doch endlich, ihr blöden kleinen Spacken! So, ein paar, zwei wieder down. Oh, es kommen immer mehr! Oh Gott, ey! Oh nein, 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 nein. Ausdauer, bitte fühl dich mal schneller. Dankeschön. Mann, wie viel von denen sind das eigentlich noch? Und wie viel ich meinen Negativstatus endlich mal los? So, heil dich bitte. Jetzt ist Schluss, hört auf, das zu spammen. Mir bleibt keine andere Wahl, ich muss ran. Was? Wieso sprichst du mit ihnen? Ja. Dankeschön, Trunks. Wurde auch Zeit, dass du mit dabei heraushilfst. Die wurden langsam echt zu viel. Heilige Scheiße. お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですか、そいつは。以前も話したでしょう。昔、時の巣を占拠して
時空を支配しようとした悪人がいたって、そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王子。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻？ふん、直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは、時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラはそこに閉じ込められていたはずなんだけど、少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。Ach du heilige Scheiße! Der Typ hätte uns beinahe gekillt! Ja! Ha! Wusste ich's doch, der neue Hauptfeind. Er steckt also hinter dem Ganzen. Das Margin-Abzeichen-Moment. Margin Buu. Margin. Ich sehe da, glaube ich, irgendeine Verbindung mit Babidi. Aber in welchem Sinne? Ich kann mir das jetzt gerade nicht ausmalen. Oh Gott, das wird immer verworrener. Oh Gott, ey. Aber ihr habt es jetzt selbst gemerkt, irgendwie habe ich mich jetzt underpowered gefühlt. Deswegen würde ich jetzt mal Folgendes sagen. Ja, ich weiß, ihr mögt die Shoppingtour nicht, aber der Part ist auch noch nicht so unglaublich lang. Und wir haben... Oh. Was hast du denn da für einen? Kraftkapsel M, ja. Hat er auch so etwas? Nein, der hat gar nichts für uns. Okay. Ich frag mich, ob immer noch Guldo da ist. Ja, Guldo ist noch immer da. Ich muss jetzt mal gucken, ob überhaupt... Was für Parallelquests gibt es denn jetzt überhaupt und was gibt es da zu gewinnen? Wir können uns jetzt mal angucken, um eine Vorschau darauf zu bekommen, was jetzt alles noch vor uns steht. Da waren wir schon. So, okay, das Genius ohne Kommandos, Cell, Baby Cell. Mann, Todesball. Die Tacke könnte ich brauchen. Energiebarriere. Ich fällt super. Stromschlag. Und Klamotten von C. 17 zu 18, wow. Aha. Und was haben wir hier? Künstliche Krieger. Dr. Geros Klamotten können wir uns auch anziehen. Dragon Balls. Ah, das gibt es auch. Super Absorption. Doppelbuster. Das ist eine Technik von Trunks. Der große Saiyaman ist hier. Echt jetzt? Okay, also eine Transformation zum Ultra Saiyajin gibt es hier noch nicht. Ich versuche aber auch immer noch Super Vegeta freizuschalten. Ich hoffe, dass mir das irgendwann mal gelingen möge. Tja. Oh, Piccolo, der hatte auch eine neue Mission für uns, oder? Na gut, also Cell hat nichts für uns Neues, das heißt, wir könnten also dazwischen mal den Lehrmeister wechseln, denn Piccolo wollte irgendetwas von uns. Ja,
Piccolo ist jetzt wieder mein Meister. Oh, Energiekapsel M, Dankeschön. Okay, wollte dann. Oder war es Genyu, der jetzt. Ach, egal. Bisher ist mir noch nicht bekannt, welchen Lehrmeister man noch annehmen könnte. Aber jetzt gehen wir erstmal shoppen nach Fähigkeiten. Beziehungsweise, wenn wir überhaupt genug Geld haben. Und wenn nicht, dann machen wir halt offscreen jetzt die Parallelquests. Weil wir können uns ja angucken, ob jetzt irgendwas Neues an hoffentlich guten Fähigkeiten anzubieten gibt. Weil einige Transformationsfähigkeiten, zum Beispiel Super Saiyan, hätten wir ja auch im Fähigkeiten-Shop kaufen können. Oder man kann sie sich sogar wünschen von Shenlong. Oh! Meteorangriff. Und Kettendestructor Dissalve. Ketten, Energiediskussalbe. Naja, nicht schlecht. Das sind schon ganz, akzeptable Fähigkeiten. Was könnten wir also hier noch? Kampfausrüstung des bösen Zauberers, das ist für Namekiana, bla 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 bla. Ultimative Monroche-Kostüm, König Pilaf, sonst haben sie nichts. Oh, Kommandant Red! Ernsthaft? Und General Blue? Alter. Ja, sonst bieten sie nichts Besonderes ein. Oh, von C19 die Klamotten. Cooler Troop. Genokommando weiß. Ja, sonst haben sie nicht wirklich was. Hm. Kostüm oben. Das können wir uns mal ganz schnell angucken. Von C19. Hm. Es wäre schön, wenn ich mal so eine Ausdauerklamotten anziehen könnte, aber. Gibt es leider Gottes nichts Besonderes? Nee. Also, ich bleibe bei den Klamotten, die ich habe, weil die anderen, die haben nicht so wirklich. Gute Skill. Also, die haben nicht so wirklich. Gute Fähigkeit. Also, gute Skillerhöhung. Hier können wir zum Beispiel uns wieder auch. Oh. Da können wir uns zum Beispiel auch wieder Z-Seelen kaufen. Die gibt es bei einem Objektladen. Na gut, aber das war es erstmal. Wir haben jetzt ein bisschen umgeguckt. Ich würde jetzt vorschlagen, liebe Leute. Ja, ich weiß, manche sagen jetzt, nein, jetzt mach doch weiter mit der Story. Ja, tut mir leid, aber ich will auch ein bisschen Hilfestellung bieten in Sachen Parallelquests, nicht wahr? Und außerdem möchte ich stärker werden. Deswegen verbringen wir jetzt die nächsten Parts mit Parallelquests und dann machen wir mit der Story weiter. Tut mir leid, aber ich will auch ein bisschen stärker werden, mal abgesehen davon. Ihr wollt auch wissen, wie die Parallelquests genau funktionieren, oder? Ohne dass ihr wieder nochmals in das Internet komplett durchstöbern müsst. Ich will halt Hilfestellung bieten. Klar, das tut halt jeder Let's Play, aber hallo? Dafür ist auch meine Let's Plays da. Ihr versteht, ne? Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und ja, seid dann hoffentlich auch beim nächsten Part mit dabei. Und wenn euch auch dieser Part gefallen hat, gilt es, dies zu bestätigen, mindestens eines Klicks auf den Like-Button unter dem Video, weil wir hatten jetzt mehrere Stories hintereinander. Und jetzt ist dazwischen mal ein bisschen Schluss. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei den Parallel-Quests. Also, danke für Aufmerksamkeit. Die werden wir natürlich schnell erledigen und dann gucken, kann ich euch erklären, wie die dann funktionieren. Falls ich es schaffen sollte, die Sonderbedingungen zu erfüllen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush45 bis zum nächsten Part von Let's Play. Dragon Ball Z Xenoverse. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.